den wohl bekanntesten Trainer in der dritten Generation wieder. Herbert! Ich werd verrückten, Herbert! Fangen, 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 fangen. So, Freunde, weiter geht's mit Part 2 von Pokémon Rising Ruby. Und wir laufen jetzt direkt nach Blütenburg City über die Route 102. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. ja. Ups, das wollte ich nicht. Was habe ich gemacht? Egal. Wir gucken mal, was es hier überhaupt für ein wilde Pokémon gibt. Weil wir müssen ja mal langsam aber sicher unser Team ein bisschen befüllen. Wilden Radfratz aber nicht. Ach ja, habt ihr übrigens gesehen in der siebten Generation, dass Alola und Alola Radikal. Meine Fresse, wie sah das denn aus? Ich erspare mir jegliche Kommentare. Oh, ein Nagelotz. Naja. Also hier kann man wohl die Fremdsklaven fangen. Na mal schauen, ob du meine Glut überlebst, dann könntest du ja eventuell in mein Team reinkommen. Aber wie gesagt, VM-Sklaven sind ja schon durchaus praktisch. Zumindest würde ich sagen. So, und da ist unser erstes Teammitglied. Zumindest so ähnlich. Da Nagelotz eigentlich gar nicht in Höhenregionen existiert, bekommen wir auch keinen Pokédex-Eintrag, beziehungsweise hat das hier keine Ahnung, was es überhaupt für ein Pokémon ist. Naja, egal. Unser erster Trainer hier. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht 6 Pokémon im Team hat. Nein, der hat aber 3. Ein Zigzags. Der Wundertausch öfters mal macht, der wird bestimmt auch des Öfteren auf den Zigzag stoßen, aber das ist unumgänglich. Die meisten Leute, die tauschen einfach direkt den ersten Müll, den sie bekommen, direkt weiter. Aber zum Glück ist unser Flemish auch schon ein bisschen, in Anführungszeichen, bulky. Mit Level 10 schon. Druselkur. Da haben wir schon mal die wirkliche Taube. Na ganz ehrlich, ein Dusselgur sieht mehr aus wie eine Taube als ein Taubsi. Oder? Also zumindest finde ich das so. Volltreffer, ja. Leider ein bisschen zu spät. Level 11 und der Feuerwirbel. In der ersten Generation eine Killer-Attacke, aber nein. Ganz ehrlich, nein, lassen wir es mal. Also Feuerwirbel brauchen wir nicht. Und ein Skoppel. Was wir auf jeden Fall auch mit Glut weghauen. Aber nicht One-Hitten. Du hast keine Agilität. Initiative steigt stark. Ich glaube, selbst mit Ruckzuck-Keep hätte es auf jeden Fall mich outspeeden können mit einer anderen Attacke. So. Aber was gibt's denn hier noch? Im hohen Gras. Ich habe einen Samurzel gehört. Habe ich recht oder habe ich recht? Tatsache. Ja, ein Samurzel bzw. ein Tengulis dann später im Team zu haben, ist auch nicht so schlecht. Ich habe es aber selber noch nie so wirklich benutzt.
Und ich glaube, das wird sich auch momentan nicht ändern. Da wir mal wieder einen Volltreffer gelandet haben. Aber diesmal ein bisschen blöd. Was gibt's denn noch hier? Nochmal Nagelotz. Haben wir ja schon. Brauchen wir nicht. So ein bisschen stärker. Ja, ich glaube, dieser Trainer sollte jetzt nicht so ein großes Problem darstellen. Ja, sollte eigentlich, aber ich lasse mich mal gerne überraschen. Aber bislang sollte das eigentlich kein großes Problem darstellen. Die ganzen Käfer-Pokémon mit Loot wegzubashen. Besonders wenn wir jetzt ein Level 12er Felmi haben, das eigentlich die ganze Zeit hier mit Loot durchmarschieren kann. Ein Raupi. Warum kein Safcon? Ich meine, es ist Level 7. Es hätte locker sich entwickeln können. Genauso wie Hornlio. Wahrscheinlich auch auf Level 7, genauso wie das Wampeleben. Genau. Aber naja. Wäre so oder so nicht übel ausgegangen. Was war das? Den Ruf habe ich jetzt nicht erkannt. Ach, ein Gehweiher. So. Na gut. Ach komm. Das wollte ich jetzt fangen, aber egal. Hätte ich doch Kratzer einsetzen müssen. Und der nächste Trainer. Ja, so wirklich Anfänger bin ich jetzt zwar nicht, aber gemessen an meinen Pokémon, die ich jetzt besitze, ja, bin ich. Ein Schwalbini. Eigentlich noch mein heimlicher Favorit, was die Vogel-Pokémon angeht. Weil die haben Schwalbini in Anime damals ziemlich stark dargestellt. Und ich glaube, deswegen denke ich mal, dass Schwalbini auch so stark ist. Taubsi an sich das coolste Pokémon, aber es ist halt zu Mainstream. Besonders wenn man Pokémon Go zockt und dann nach jeder Straßenecke ein Taubsi begegnet. Habt ihr übrigens Pokémon Go fleißig gezockt? Schreibt es in die Kommentare. Würde mich interessieren. Daunenreigen. Das senkt den Angriff. Und zwar ziemlich stark. Ich glaube, das werde ich mal im Zuge von Sandwirbel mal austauschen. Ja, weil Pokémon Go habe ich bis gestern noch auf meinem Handy gehabt. Dann habe ich es gelöscht, weil der Reiz war weg. An sich, der Anfang war es cool, weil es zocken immer noch ganz, ganz viele Leute. Also bin ich jetzt. Scheiße. Sandwirbel. Wenn ich jetzt beispielsweise nach Aachen gehe zum Markt. Da sind immer noch ganz viele Leute mit ihren Handys da auf dem Markt und haben die ganzen Pokestops eingenommen, quasi mit ihren ganzen Lokmodulen. An sich ein tolles Spiel. Der Hype ziemlich groß gewesen. Der ist mittlerweile total abgeflacht, aber ja, also ich selber zock's nicht mehr so, weil der Reiz ist einfach weg. Und die ganzen Updates, die jetzt so rausgekommen sind von dem Spiel, die haben das Spiel irgendwie auch nicht wirklich besser gemacht. Vielleicht sogar ein bisschen schlechter, vor allem diese Tracking-Funktion, dass die immer noch nicht gefixt haben. Was eh nicht so richtig funktioniert hat. Obwohl doch anfangs schon, aber im ersten Update haben sie es komplett zerstört und jetzt ist es quasi entfernt worden aus dem Spiel. Deswegen, naja. Und jetzt, da vor kurzem angekündigt worden ist, dass Pokémon Go für die Apple Watch rauskommt, stellt sich jetzt die Frage für mich, ob jetzt diese Pokémon Go Plus Geschichte, das ist ja dieses Armband, was man sich noch so kaufen kann,
die überhaupt noch Sinn macht. Weil die Aufgabe, was die Apple Watch App macht, macht ja eigentlich auch die Pokémon Go Plus. Macht auch das Pokémon Go Plus Armband. Glaube ich zumindest. Also macht das eigentlich das total unsinnig, dann zu kaufen, es sei denn, du hast keine Apple Watch. Ich selber habe eine. Ich werde mir das mal anschauen, weil man kann sich ja die App wieder runterladen. Und der Spielstand, der bleibt ja quasi erhalten. Dann sammeln wir nochmal schnell das Trank ein. Diesen Trank. Der, die das Trank. Und dann schaue ich mir das mal an. Was willst du jetzt von mir? Wie läuft's? Ja. Ich hätte jetzt am liebsten irgendwie einen Pokéball hinterhergeschmissen, aber nein, wir lassen einfach die Papinellas wegfliegen. Ja, genau, Papinella. Kann man, soweit ich weiß, auch wirklich hier fangen mit dem Pokénavigator-Gedönsel. Papinella eigentlich gar nicht mal so schlechtes Pokémon, aber wenn du einen Wumpel hast und den EP-Teiler später hast, dann hast du ein Papinella von ganz allein. So, schnell ins Pokémon-Center und dann gehen wir mal in die Arena von unserem Dad. Denn da wartet hier auch noch eine ganz gewisse Person. Zwar nicht auf uns, aber... Oder, nee. Eigentlich genau andersrum, ne? Ist auch ein bisschen was her, dass ich das letzte Mal hier das Spiel gezockt habe. Ein Jahr mindestens. Deswegen entschuldigt, wenn ich die ganze Story nicht direkt aus dem Kopf rausgreifen kann. Aber das hatte ich noch im Kopf. Wie gesagt, jetzt kommt eben diese besagte Person und zwar ist das... Entschuldigung, ich hätte gerne Pokémon. Ja, dann fangen wir doch ein. Wie Haiku hier aussieht, ganz ehrlich. Wie so ein kleiner, sechsjähriger, kleiner Junge. Bin ich sogar jünger. Aber naja, die sehen irgendwie alle ziemlich jung aus. Wie ich auch schon im ersten Part angesprochen habe. Und das große Glück, was Haiku ja hat, ne, der findet ja direkt einen Trasler. Ein Pokémon, was auf dieser Route verdammt selten ist. Verdammt selten. Und der findet das direkt beim ersten Mal. Ja, dann schauen wir mal zu, wie Haiku das Trasler fängt. Mit dem Zigzag, was der von Norman bekommen hat, von unserem Dad. Es gibt einen Bug in der dritten Generation, obwohl man das ja eigentlich nicht wirklich als Bug bezeichnen kann, weil im ungünstigsten Fall kann es passieren, dass, zumindest in der dritten Generation wohlgemerkt, dass Zigzag das Trasler besiegt. Sei es mit einem Schlag oder mit zwei Schlägen, egal. Trasler ist besiegt, aber Haiku hat dann immer noch einen Trasler als gefangen. Obwohl Haiku das ja nicht gefangen hat. Versteht ihr, was ich meine? Ob das jetzt auch hier in der Generation ist, das wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube, dass hier ist ja wirklich zu 100% gescriptet. Auch dass Trasler drin bleibt. Ob ich selber ein Trasler mehr zulegen werde, das denke ich mal eher weniger. Ich bin nicht so ein großer Fan von Gardevoir oder Galagladium, wie sie auch alle heißen. Da bevorzuge ich eher Abracadabra und Simsala. Naja, das mit dem Spielnavi, das werde ich so gut wie gar nicht benutzen. Sohnemann. Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt gegen ihn antreten werde, dann werde ich so direkt verlieren. Also, das ist klar. Route 104. Mal schauen, was es hier so gibt.
Ein wilden Pokémon. Ein Parfi. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob das Pokémon überhaupt was taugt. Weil mit Generation 6 habe ich jetzt nicht so wirklich viel am Hut. Ich meine, ich habe X und Y mal durchgezockt, aber wie gesagt, auch ein bisschen länger her. Privat zocke ich Neo X und das ist ja ein bisschen was anderes. Aber mit Parfi habe ich echt nichts am Hut. Ich fange es einfach mal. Wenn es mir das gelingt. Natürlich kommst du raus. Versuchen wir es einfach nochmal. Ich glaube, ich kann mir gleich wieder im Pokémarkt ein paar Pokebälle kaufen gehen. Aber zum Glück ist es drin geblieben. Parfi. Ich weiß, es entwickelt sich weiter. Ich habe keine Ahnung, wie es Pokémon heißt. Und ich habe keine Ahnung, was das Pokémon alles anstellen kann. Deswegen weiß ich nicht, ob ich es im Team behalten werde. Deswegen bekommt Parfi auch keinen Spitznamen. Ich könnte es ja Toilettenwasser nennen, aber wir lassen das mal. Hinton. Hinton. Den Ruf, den erkennt man doch direkt wieder, oder? Und habe ich recht? Habe ich doch gesagt. Ein Hinton. Fange ich auf jeden Fall. Das Anton könnte mir ja eventuell im Kampf gegen Felicia behilflich sein. Sofern ich jetzt kein Volltreffer lande. Das war knapp. Hypnose! Das könnte auch helfen. Aber so wie ich mein Glück kenne, treffe ich mit Hypnose erstens. Höchstens nach dem 7. Versuch. Ach komm. Also die Pokémon von heute sind ja wirklich hartnäckig. Geht doch. Jawohl. Vielleicht sollte ich echt mal, während ich aufnehme, mein Fenster zumachen. Ansonsten, wenn ein Panzer vorbeifährt, dann... Ich glaube, das hört man noch so. So. Anton ist in dem Fall in der Sinnoh-Region. Genau, in der Höhenregion anzutreffen. Deswegen bekommen wir auch direkt den Eintrag. Ich laufe mal... erstmal nicht. Wir sammeln erstmal hier die Siegelbeeren und... Die. Was sind das denn für Beeren? Persif? Ja. Die Beeren sammeln wir erstmal. Weil die Beeren, die sind ja auch nicht so schlecht, ne? So, zurück ins Pokémon Center. Unsere Pokémon heilen, weil Flammy schläft ja munter vor sich hin. Und wir können nochmal direkt ein paar Pokebälle kaufen. Ich weiß aber nicht, wie viel wir kaufen können, weil ich habe keine Ahnung, wie viel Geld wir haben. Aber ich denke, das werden schon ein paar sein. In X und Y waren ja die Märkte noch im Pokémon Center direkt drin. Hier wieder klassisch in zwei unterschiedlichen Gebäuden. Pokéball. Was? 50 Pokédollar für ein Pokéball? Das ist ja mal günstig. Ja, so viele sollen es auch nicht sein. Ich glaube, wir können uns ja 18 kaufen. Premiere auch noch dazu bekommen. Und mit den restlichen Cash kaufe ich mir noch Tränke. Das soll es erstmal gewesen sein. Dankeschön. Und wir laufen wieder zurück Richtung Blütenburgwald. Denn da vor werden wir... Trainer.
der dritten Generation wieder. Herbert! Ich werd verrückten Herbert! Fangen, 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 fangen. Ah, ein Phlegmon. Ich liebe Lamus. Kann ich gleich wieder ins Pokémon Center laufen, weil mein Flammie gleich wieder pennen wird. Es sei denn, der eine Pokéball, der bringt es was. Ja, sicher. Wir werfen einfach weiter. Da wir mitbekommen haben, dass die Pokébälle nur eine schlappe 50 Dollar kosten, können wir eigentlich die Bälle verballern, wie wir wollen, ne? Ein Phlegmon, wie geil! Geile Sache. Geile Sache. Echt geil. Dieses Pokémon ist in Höhe nicht bekannt und ich versuche gerade meinen Stift aus dem DS rauszuziehen, was irgendwie ein bisschen geklemmt hat, aber naja. Jetzt habe ich es rausbekommen, denn Phlegmon wird einen Spitznamen bekommen. Herbert! Für alle, die Herbert nicht kennen! Ich laufe mal wieder. Das war Meryl. Wo ist hier Meryl? Da ist Meryl. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wasser-Pokémon en masse? Für alle, die Herbert nicht kennen, schaut einfach euch mal mein Hard Gold Let's Play oder Walkthrough in dem Fall an. Und mein Flammie schläft vor sich hin, aber ich glaube, das können wir noch ein paar Runden gut gehen lassen. Denn da hatte ich ein Lamus im Team gehabt, was wirklich alles auseinandergenommen hat. Und ich hoffe, dass dieses Phlegmon zumindest dasselbe kann. Aber jetzt versuche ich mal, das Meryl zu fangen, weil Meryl ist auch nicht schlecht. Machen wir noch einmal Glut. Naja. Das hat natürlich ja sowas von viel Schaden gemacht. Egal, wir schmeißen jetzt einfach mal die Bälle. Mal gucken, wie viele wir brauchen, um das Meryl direkt jetzt zu fangen. Ich hoffe, direkt beim ersten Versuch. Das wäre doch traumhaft, oder? Ja, klasse. Klasse. Da habe ich auch schon einen Spitznamen dafür. Weil ich denke mal, Meryl wird bestimmt im Team bleiben, obwohl ich glaube, das wird mit Herbert konkurrieren müssen. Das wird mit Herbert konkurrieren müssen, wer den Platz in meinem Team wirklich verdient hat. Nee. So. Und zwar, kleine Randnotiz. Bevor die zweite Generation so wirklich veröffentlicht wurde, hatte man gedacht, dass Meryl ein Entwicklungszweig von Pikachu ist. Und man hat damals, bevor Meryls Name übrigens bekannt wurde, das Pokémon einfach Pikablu genannt. Und so nenne ich es auch mal das Meryl. Wir gucken uns mal das Meryl mal an. Und natürlich auch Herbert. Es hat einen ziemlich beschissenen Wesen, muss man sagen, eigentlich. Angriff plus, Verteidigung minus, also Spezialverteidigung. Das ist nicht gerade schön, aber wir können es ja mal versuchen. Aber dafür das Pikablu! So Meryl! Wildes Wesen. Hm! Coole Sache. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir belassen das mal hier in diesem Part.
Da haben wir schon ein paar gute Pokémon fangen können. Ja, und den nächsten Part werden wir dann wohl dem wohl berühmtesten Trainer der dritten Generation. Scheiß Roller. Der dritten Generation kennenlernen, wenn ihr ihn nicht schon kennt. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im dritten Part wieder von Pokémon Rising Ruby. Ciao, Leute.